In Norddeutschland wird Karneval zwar nicht gefeiert, aber manchmal fühlt sich meine Fantasie trotzdem zu diesem Ereignis hingezogen. Lasst uns dieses Thema aus der Sicht eines Scrapbookers wie mich beleuchten. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Papieratelier von Larissa. Hello and welcome to my channel Papieratelier von Larissa. For English speaking viewers, please activate the subtitles. In diesem Video trete ich als eine offizielle Markenbotschafterin 2021-2022 für den Papierkunsthandwerk Unternehmen Graphic 45 auf. Wie gerade erwähnt, wird in Norddeutschland der sogenannten fünften Jahreszeit kaum Beachtung geschenkt, aber meine Kreativität will das manchmal einfach gar nicht wahrhaben. Und auch wenn derzeit wenig solche Partyveranstaltungen stattfinden, findet meine Fantasie trotzdem ihren Weg, sich auszuleben. Ist das nicht bemerkenswert? Mein Plotter war mir bei diesem Spaßprojekt eine große Hilfe. Außerdem habe ich noch einige Bögen aus der Kollektion Kaleidoskop von Graphic 45 und auch noch Reste, die super dazu gepasst haben. Daher habe ich einen dekorativen Fächer und Maske kreiert und zeige euch den Prozess. Da ich schon angefangen habe, meine vorigen Projekte aus dieser Kollektion zu erwähnen, kann ich euch ja auch Links zum schnelleren Finden dalassen, findet ihr nicht? Haltet Ausschau in der oberen rechten Ecke oder in der Infobox danach. Ansonsten scheint sich das bewährt zu haben, daher schreibe ich euch gerne die Informationen über die einzelnen Schritte des Prozesses ins Bild, damit ihr besseren Überblick darüber habt, was ihr seht. Ich würde mich freuen, falls ihr jetzt schon Lust habt, für dieses Video einen Daumen hoch dazulassen. Vielen Dank an alle, die diese Bitte beherzigen. Cuba.
So ihr Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und inspiriert. Eure Meinung könnt ihr mir gerne im Kommentarfeld lassen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, einige Zeilen von euch zu lesen. Bleibt gesund und kreativ. Bis zum nächsten Mal, eure Larissa.